Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Texit. Wir sind in unserer Höhle und meinen noch kurz ein, zwei Sachen, wenn es oben nämlich Nacht ist. Weil was sollen wir denn großartig anfangen? Außerdem ist Kohle vielleicht gar keine doofe Idee. Wir werden es ja eh wahrscheinlich für die nächste Zeit für Energie brauchen. Bis wir auf die Lava umsteigen können und dafür brauchen wir dann erstmal Flüssigkeit, Pipes, Pumpen und weiß der Kuckuck was, damit das gescheit läuft. Weil es per Hand und hoch und runter tragen ist ja gut und schön, funktioniert ja auch. Kann aber jemand anders machen. Ich pumpe das nicht per Hand. Und Kopper gibt es ja auch. Also ganz ehrlich, es gibt so viel Kopper irgendwie. Ist Kopper irgendwie im Angebot momentan in der Höhle oder was ist hier los? Oh Gott, ich hasse es. Warum muss ich wieder... Ich muss wieder Fackeln machen. Ich will aber keine Fackeln machen. Oh. Ich hatte Fackeln. Ich verdammter Idiot. Wo ist meine Gabel? Wo ist meine Gabel hin? Wo ist meine Spitzhacke hin? Oder wir brauchen jetzt einen... Ton? Sand? Kies? Habe ich was vergessen? Nee, ne? So. Ich würde nicht noch gern ein paar von den Ender-Obers. Irgendwie kriege ich die ganze Zeit Fortschritte von denen. Nicht weiß, wieso ich sie kriege. Ah, die Fackeln waren unten. Die, was ist denn? Feuerstab. Also die Feuerstäbe habe ich jetzt eigentlich komplett sinnlos gemacht, oder wie? So, brauchen wir sonst was hier unten? Wir können uns einfach mal hier so links reingraben versuchen. Oh, das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Die Fackel stand da schön. Lass sie da. Einfach mal langgraben und schauen, was wir finden. Basalt. Das heißt, nur weil es irgendwo in der Nähe Lava ist. Lava! Jetzt ist die Frage, wie hoch geht die Lava? Jetzt werde ich neugierig. Will's wissen? Willi, will's wissen? Jetzt habe ich Aluminium. Galactic Craft Core. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Wie scheint, habe ich mich... Ich habe die Oberseite erwischt, wie scheint. Ich habe nur ganz leicht an der Oberfläche gekratzt. Also auch gar nicht schlimm so, eigentlich. Jetzt kramen wir mal hier die Oberfläche auf. Weil da hätten wir zum Beispiel schon wieder ein... so ein Fluid Tank wäre was Interessantes, oder? Also rein theoretisch, ich grab das jetzt mal hier auf. Wenn wir beschließen, echt mit zum Beispiel den einen Generator in so einen Fluid-Generator umzubauen, damit wir dann Strom speichern können und alles, oder vielleicht legen wir auch eine Leitung einfach nach oben. Dann hätten wir hier rein theoretisch... Oh, warte mal, da geht's weiter. Den direkten Anschluss. Ja, ich tue gerade mit der Diamantspitzhacke arbeiten. Ist mir gerade wurscht. Ah, da ist ein Pilz. Und ich würde gerne wissen, warum da ein Pilz ist. Und hier ist er. Ja, coole. Vorteil ist natürlich wiederum. Hier kann jetzt nicht... Was ist das denn? Da kann was spawnen, rein theoretisch. Jetzt nicht mehr. Bin mir viel zu neugierig. Wenn ich meinen Kopf versuche höher zu strecken, um mehr zu sehen, das ist einfach die dümmste Aktion, die man machen kann in dem Spiel. Der Bildschirm wird nicht heller. Oder du siehst um Ecken. Aber ich habe eh schon gesehen, dass es billige VR-Brillen gibt. Und ich will mich ja unbedingt in die VR-Welt vertiefen mal. Weil ich dieses, oder das Spiel mit VR-Brillen extrem geil finde.
Bedeutet dann, wenn ich eine VR-Brille habe, würde es sicherlich irgendwann, wenn ich gecheckt habe, wie ich genau damit umgehe, auch Videos geben. So, dann tun wir hier die Wand mal rausreißen. So. Weil Kohle ist ja aktuell noch wichtig für uns. So. Bleiben wir bei dem Wort. Wichtig. Ich ignoriere jetzt mal das Kupfer, weil von Kupfer haben wir noch eine Masse. Redstone ist natürlich wiederum interessant. Weil ich glaube nicht, dass wir zu viel Redstone haben können. Nein. Ich sehe schon wieder was. Ui, 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 ui. Alter, die Lava geht ab, Jungs. Zink ist auch nicht schlecht. Ach, Durchkammer, da sind Diamanten. Obwohl, ob sich das jetzt gerade lohnt, wir haben eh schon zu viel. Ich muss da die richtige Taste drücken. Ich habe da Angst, dass ich die falsche Taste drücke. Aber da hinten wäre auch Gold. Also auf jeden Fall müssen wir hier vorbeikommen, weil hier ist so viel Lava. Das würde für die erste große Energieproduktion auf jeden Fall weit reichen. Und ich mache mir den Weg jetzt ein bisschen sicherer bis zur Brücke. Was geht jetzt mit meinem Handy ab? Dann gehen wir jetzt wieder rauf, weil ich denke jetzt, das ist also jetzt. Was ist das Rotes? Ach nee, das ist Kupfer. Ich habe gedacht, das wäre rot. Weil eigentlich müssten wir. Was? Nicht bei mir. Eigentlich müssten wir ja jetzt so ziemlich alles übersprungen haben, was oben ist. Oh, ich muss diese Treppe ausbauen. Das werde ich aber mal offline machen alles. Vielleicht mache ich auch ein aufzugmäßiges Ding irgendwie, aber es muss schneller gehen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und wir haben schon wieder extrem viel. Ja, es ist Tag. Oh, oh wie schön. Oh, du Schöne. Was ich nicht gerne machen würde, was jetzt wahrscheinlich extrem blöd ist, aber es wird sicher funktionieren, denke ich mal. Ich wäre mir relativ sicher eigentlich, dass es funktionieren kann. Weil irgendwie kannst du die Maschine nur gleich an Strom anschließen. Bloß die schmeißt immer die Energie raus. Verbinde dich doch. Ich verstehe gleich nicht ganz so, wie das funktioniert. Was für eine Power brauchst denn du? Joules. Joules pro Sekunde. Und du produzierst RF. Hat Bild geschafft? Eigene Kabel? Pipewire. Work in progress. The above limit isn't enforced. Also die Leitung könnte rein theoretisch Strom leiten. Jetzt ist die Frage. Energy. RF wird wahrscheinlich mit den meisten funktionieren. Okay. Es ist komisch. Weil jetzt muss ich rein theoretisch die hier wieder alle bepowern. Aber die fressen wie irre. Ja, die produzieren gespeichert nicht wirklich viel. Produzieren 20 Joules pro Sekunde. Also ich bloß nicht verstehe, warum speichert der die Energie teilweise? Und die werden ja auch noch warm. Also irgendwie, hat Buildcraft irgendwas anderes auch noch, was irgendwie schneller geht? Buildcraft. Vielleicht sollte ich das Add davor setzen. Build. Den Verbrennungsmotor. Das ist aber wirklich dann nicht mehr. Und der Kreativmotor, aber der bringt sich.
Also rein theoretisch müsste ich einen Wechsler bauen, ne? Nen. Auf was läuft denn jetzt nochmal IO? Nicht extra Utilities. Auf was läuft extra Utilities? Oder was läuft Ender eigentlich? Ender läuft auf QL, was auch immer QL ist. Und das Witzige ist, der hat, verbraucht sich langsam. Der Energieverlust haben die Teile. What? Und was produziert... Die produzieren... Oh Gott, das ist... Energy... IV... EV? Achso, das sind die Voltage. Weil eigentlich muss ich nur zwei von den Teilen bauen. Zwei Redstone Blocks, ja, das sollte ja nicht das große Problem sein. Zwei Redstone Blocks, machen wir halt mal drei draus. Zwei Öfen. Die Eisenteile haben wir hier irgendwo in der Kiste drin. Warte mal, warte mal, warte mal. Da, was brauchen wir noch? Nee, warte mal. Der hier. Stone, also 8 Stone brauchen wir. Das soll schnell unser... Der Ofen bringt das gleich nicht hin. Einfach so. 8 so. Und ein Goldbarren jeweils. Daran könnte es jetzt... Oh. Echt scheitern. Naja, nochmal runter. Jetzt weiß ich, was ich das gebracht hätte. Alter. Wieder ab in die Mine. Ich werde mich nie wieder beschweren, wenn ich Gold sehe und es nicht mitnehme. Wenn das jetzt funktionieren würde. Einfach eine Leitung setzen zwischen dem Generator und dem Teil. Weil das wäre genial. Das ist gar nicht so weit weg, oder? Also ich muss jetzt rein theoretisch... Die sollte ich vielleicht nicht verwenden. Huh! Falsche Taste. OMG. Hat noch so gerettet. Da ist der Diamant. Aber der ist mir gerade echt nicht so wichtig, weil ich hätte eher lieber was bisschen anderes. Und das ist da hinten. Sitzt aber auch sehr gefährlich. Es ist eine größere Ader an Gold. Oh mein Gott. Eine größere Goldader. Das war gerade die Lava nicht so wertvoll wie das jetzt hier. Wenn ich herausfinde, wie ich das am besten untergrabe. Weil die Lava hängt da ziemlich beschissen, nennen wir es mal beim Worte. Der Teil ist ja schon mal gesichert. Jetzt müssen wir die andere Seite lang. Und dort auch nochmal sichern. So. Und jetzt kann ich, glaube ich, hoffentlich ganz beruhigt die 4 Gold abbauen. Ah, schön. Wir haben Gold. Und jetzt können wir uns eigentlich noch die Diamanten holen. Einmal außen rumgraben. Ich drücke jetzt auch ein Shift, weil ansonsten laufe ich fix in die Lava. Ich kenne mich. Ich laufe immer gern in die Lava. Oh, es ist hier nicht nur ein Diamant. Oh nee, sag nicht, ich bin voll. Dann tut diese komischen Feuerstäbe weg. Die habe ich bis jetzt noch nicht gebrauchen können. So, das sind nochmal 2 Diamanten auf dem Nacken.
Oi. Dann wieder zurück. Die Höhle rauf. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.